Ja, guten Tag, hallo. Hier bin ich, Mokatonmoom, auch bekannt als Booktonbloch. Ich wollte mal probieren, ob ich auch Far Away From Home ein Videoclip hinbekomme und hochladen kann nach YouTube und so weiter. Das muss dann natürlich alles ungeschnitten und so weiter passieren. Ich probiere es mal. Und ich bin jetzt hier, also dort, und zwar in einer, in der Reha-Klinik, in der Bosenberg-Klinik, im Ort St. Wendel. St. Wendel. Das ist nicht unbedingt ein komischer Heiliger, aber ein ganz alter, so vom 6. Jahrhundert. War nicht der verkehrteste, wie ich in Wikipedia gelesen habe. Und hier gibt es hinter der Klinik einen sogenannten Klangstein. Hier könnt ihr mal gucken. Das könnt ihr jetzt nicht lesen, das ist schon verwittert. Der ist jedenfalls 16 Millionen Jahre alt, 10 Tonnen schwer und 4,70 Meter hoch. Also jetzt nicht ich, sondern der, ne? Der Stein. Das ist gleichzeitig ein Kunstwerk und ein Klangstein. Und den wollte ich ohne Quatsch jetzt ruhig mal vorstellen, weil das ist ein sogenannter Phonolith. Und den hat, wie heißt der? Irgendwo steht's. Ein gewisser Bernhard Marlin hat den geschaffen als Klangstein. Ich finde so Klangsteingeschichten wirklich nicht verkehrt. Ich finde, da braucht man keine ESO oder sonstige Therik. Keine Esoterik. Auch Katzen werden schneller gesund durch Brummen. Und bevor ich jetzt den Kopf in den Sand stecke, stecke ich lieber mal nach rein. Und um mir mal einen, also um mal ein bisschen herum. Das ist wirklich, sind wirklich enorme Schwingungen. Ich versuche euch das mal zu zeigen. So. Naja, und so weiter. Also, ist schon eine interessante Sache. Ich finde, es kann durchaus was bringen. Und ich hoffe, der Film läuft noch. Falls ja, läuft er jetzt gleich nicht mehr. Weil ich denke, das war's dann erstmal. Alles Gute und see you.